Schnippschnaps, meine lieben Freunde, herzlich willkommen auf dem Wadi Team Channel. Wie ihr schon bereits hinter mir seht, heute habe ich ein Noob Review von dem Lamborghini Urus. Viele von euch haben darauf gewartet, auch viele von euch haben darunter unter den letzten Videos kommentiert, dass ich unbedingt euch den Urus zeigen muss, sobald ich den habe. Das Video wird höchstwahrscheinlich erst rauskommen in ein, zwei Wochen, nachdem ich das drehe. Heute habe ich den 2. September. Deswegen könnt ihr irgendwie in der Zeitreise mitnehmen. Also Urus ist auf jeden Fall ein sehr schöner SUV, der schnellste SUV, der überhaupt geschaffen wurde bis jetzt. Meines Wissens nach, wie gesagt, kein Autoexperte, auch keine Angeberei von mir. Ich habe den zur Probefahrt von Lamborghini bekommen, weil ich daran interessiert bin, einen zu bestellen. Verbrauch von innerhalb von 100 Kilometer ungefähr 30, 25 Liter, müsst ihr damit rechnen. Wie gesagt, von 0 auf 100 in 3,6 Sekunden. 8 Zylinder ist kein 10er oder kein 12er, wie zum Beispiel der Huracan Evo ist ein 10er Zylinder, 12er ist der Aventador. Und natürlich auf der anderen Seite wurde der auf einer Q8 Basis gebaut. Auf der anderen Seite findet man diese Basis auf den Touran, Cayenne und den Bentley Jeep. Name fällt mir gerade nicht ein, aber ich würde mal sagen, gehen wir mal zu dem Review. So, meine lieben Freunde, hier stehe ich vorne vor dem Urus. Also ihr müsst schon sagen, das ist eine sehr geile Optik, auch sehr aggressiv. Das hat mir im Vergleich zu dem Q8 gefehlt, vom Fahrfeeling her. Ist es unbedingt, kann man schon vergleichen, aber Urus hat halt einfach mehr diese Power und diese Aggressivität von Lamborghini, sobald ihr auf der Straße fährt. Erstens, Polizei guckt euch die ganze Zeit an, falls ihr Sound macht im Sportmodus, dazu komme ich später. Auf der anderen Seite gibt es viele Leute, die einfach euch gönnen, aber weil wir in Deutschland sind, gibt es halt viele Nicht-Gönner. Aus diesem Grund gibt es auch viele Neider, die sagen, oh, wie laut das Ding ist und. Besonders, wo ich 5 Minuten vor meinem Haus stand, waren alle meine Nachbarn nicht zufrieden damit, weil ich den ein bisschen laufen lassen habe. Aber damit muss man rechnen, sobald man so ein Auto kauft. Von vorne, wie gesagt, haben wir das Style Package 1, das ist das Schwarze. Wir machen kurz eine Pause. Während wir warten, dass das Wind vorbei ist, muss ich kurz einschalten aus Paris, direkt aus meinem Hotelzimmer, weil ich, wer mich auf Instagram verfolgt, bin gerade unterwegs in Paris wegen Wadi Team, erledige sehr viele wichtige Sachen für das Geschäft. Aber natürlich habe ich gemerkt auch, dass das Video nicht so gut erklärt, was mit dem Urus gerade ist. Besser gesagt, ich wusste noch zu diesem Zeitpunkt gar nicht, dass ich den Urus bestellen werde. Ihr habt gesehen, dass ich zum Beispiel den Macan gefahren bin, den Q8. Sehr geile Autos, muss man wirklich sagen. Trotz dessen habe ich mich dazu entschlossen, den Urus zu bestellen, einfach aus dem Fakt, dass das der leistungsstärkste SUV ist auf unserer Welt zurzeit. Vielleicht wird ein stärkerer folgen, aber ich hoffe nicht. Den werde ich leasen, besser gesagt, mit einer gewissen Anzahlung für 4 Jahre, bis das höchstwahrscheinlich so ein Restyling oder Facelift kommt. Finde ich mega fresh. Ihr denkt euch, ja, du hast noch einen Mercedes, du hast ja noch deinen kleinen süßen Cayman S, GTS. Das stimmt, aber sobald ich den Urus habe, wird der Mercedes weg sein, weil das Leasing für den vorbei ist. Sobald der F8 Tributo kommt, ist der Porsche auch schon weg, weil, wie gesagt, Leasing auch für den vorbei ist. Aber natürlich kann man auch nachvollziehen, wie ich schon auf meinem Instagram gesagt habe, habe ich mir auch den Huracan Evo gekauft. Der ist voll gekauft, nicht geleased, nicht finanziert oder was. Der wird auch bald folgen, so gesagt, dazu werde ich noch ein explizites Video machen. Ist vielleicht nicht die schlauste Idee, so 3 richtig sportliche Autos zu haben in Form von 2 Lamborghinis und einem Ferrari. Aber im Endeffekt war es immer mein Traum, ein Lamborghini zu besitzen und ein Ferrari. Aber natürlich bin ich sehr dankbar dafür, dass ich es für möglich sei, dass ich mir überhaupt 2 Lamborghinis leisten kann, wie den Urus und Huracan Evo. Da muss ich einen Shoutout an euch geben und natürlich einen Plug machen. Auf www.wadi-team.com findet ihr alles, was ihr haben wollt. Einfach unten in der Beschreibung vorbeischauen und bestellt euch was. So, meine lieben Freunde, wir mussten kurz abbrechen wegen dem ganzen Wind, aber wer von euch schon mal einen Lamborghini zusammengestellt hat, könnt ihr gerne machen bei lamborghini.com. Könnt ihr einfach auch Spaß euch ein Fahrzeug zusammenstellen. Dieser Urus hat ein Style Package 1, das sieht man an den schwarzen Elementen. Normalerweise sind die zum Beispiel in einer Autofarbe, aber ich finde zum Beispiel, wenn man sich einen gelben Urus holt, muss man Style Package 1 nehmen, sonst ist einfach zu viel gelb. Hier haben wir dann die 360 Grad Kamera, die vorne sehr wichtig bei so einem Fahrzeug ist, weil alleine, wenn man die Felge kaputt macht, wird es nicht wie bei Inscope sein 800 Euro, sondern hier kostet eine Felge ganze satte 4000 Euro. Viele von euch werden sich ja fragen, in welcher Farbe ich einen haben will.
Ich habe mir ein anderes Fahrzeug bei Lamborghini bestellt, aber dazu kommt irgendein Video in der Zukunft. Ich würde persönlich den Blue Sapphire Farbe nehmen. Das ist so ein Babyblau, Miami Blue, ähnlich wie bei Porsche. Mit roten Helgen. Bremsen. In diesem Fall hat Lamborghini natürlich gelb-gelb gemacht. Kann man nicht falsch machen mit der Kombi. Mit schwarz erinnert mich halt an Bumblebee von Transformers. Ich persönlich, ich habe ja schon einen zusammengestellt, da habe ich auch gelb genommen und rot, weil im jetzigen Zeitpunkt hat Lamborghini noch nicht offiziell bekannt gegeben, dass andere Farben verfügbar sind. Zurzeit ist nur weiß, schwarz, gelb, rot und glaube ich so ein Anthrazitgrau verfügbar. Was auf jeden Fall geil ist, zum Beispiel auch diesen ganzen Carbon-Features und einfach das glossy Metall mit der italienischen Flagge, damit alle wissen, dass es Italiener, obwohl das Volkswagen gehört. Das sind wir mal ganz offen ehrlich. So, von hinten sieht das Fahrzeug meiner Meinung nach sehr aggressiv aus, auch viel besser als zum Beispiel der Touran, Cayenne, Macan, was auch immer. Deswegen ist Urus einfach so geil aggressiv. Hinten haben wir 4 Auspuff, glaube ich. Ja, yep, ganze 4 Auspuff, also das ermöglicht einen Urus sehr laut zu sein, sobald ihr unterwegs seid, und natürlich einfach diese ganzen Optik wegen den Lichtern und natürlich, was mir am meisten das Wichtigste ist, das Lamborghini Logo. Liebe Freunde, worüber ich gar nicht gesprochen habe, ist natürlich das ganze Design von dem Fahrzeug, was es so aggressiv macht. Sobald ihr ein bisschen näher kommt, seht ihr einfach, dass zum Beispiel Urus diese ganz eleganten, ich würde mal sagen, so die Seitenlinien hat, diese ganzen Ausstrahlungen einfach von so einem Sportfahrzeug. Natürlich hier finden wir auf der rechten Seite vom Fahrer, finden wir das Tank, ist natürlich offen. Hier seht ihr einfach ganz normal Lamborghini E5, E10, wie gesagt, nur Benziner. Meines Wissens nach haben die gar keinen Diesel. Und von außen gibt es einfach nichts Besseres, meiner Meinung nach, was den SUV-Bereich antritt. Natürlich kann man sagen, dass die G-Klasse auch sehr geil war, muss man tatsächlich so bestätigen. Aber trotzdem, was Power angeht und einfach, sagen wir mal, diesen ganzen Flex-Image, was man braucht, sobald man in der Modebranche arbeitet, gibt es halt nichts Besseres. Und dann weiß ich ganz genau, falls ich so ein Fahrzeug habe, dass mir nicht innerhalb von 2 Wochen langweilig wird. Natürlich, was man beim Lamborghini am meisten schätzt, ist das Lamborghini-Logo vorne. Finde ich einfach brutal. Ist ein asoziales Auto. Aus diesem Grund würde ich mal sagen, gehen wir mal jetzt rein in die Olga und machen ein Review, was alles so drin gibt. So, meine lieben Freunde, jetzt befinden wir uns drinnen in dem Urus, also vom Prinzip her erinnert es euch bestimmt an den Q8. Falls ihr das Video nicht gesehen habt, unbedingt euch anschauen. Natürlich ist es ein bisschen hochwertiger. Und ich erkläre es immer so, für Leute, die es nicht verstehen, warum ich mir zum Beispiel den Q8 nicht höchstwahrscheinlich holen werde. Einfach für das Doppelte kriegt man das Dreifache, würde ich mal so beschreiben. Das ist halt wie ein Vergleich zum Beispiel mit E-Klasse und S-Klasse. Aber machen wir mal, das Lamborghini startet, man hebt das rote Hebel so hoch, drückt man auf Start, auf die Bremse und dann geht das Ding auf. Soundcheck kommen wir später, erstmal muss ich die Musik ausmachen, damit ich, Luciano geht raus. Vom Prinzip her ändert es euch bestimmt das ganze System, zum Beispiel hier vorne, die Belüftung ist 1:1 von dem Q8 übernommen und alles Restliche natürlich. So, meine lieben Freunde, wie ich schon mehrmals erwähnt habe in diesem Video, gibt es ja verschiedene Typen, Sporttypen, Fahrtypen bei diesem Auto. Das kostet 500 Euro extra, normalerweise kriegt ihr halt 3 in der Basismodell, Sport, Comfort und Offroad. Sobald ihr das dazu bucht, habt ihr die Möglichkeit, Strade, das ist Comfort, Sport und weitere 7 zu wählen. Meiner Meinung nach ein sehr cooler Adjustment. In dem Strade-Modus, was übersetzt heißt Komfortmodus, ist der Sport bei der Abbremsanlage ist das Klappen zu, deswegen macht es einen Sound, bei der Sportablage natürlich den anderen. Auf die Musikboxen gehen wir gleich ein, auch die Sitze sind ja auch essentiell und dann würde ich mal sagen, gehen wir mal rüber zu dem Soundcheck. So, meine Freunde, was das ganze Audiosystem angeht, haben wir das Bang Olufsen System, ist die gleiche wie bei VW, ist die gleiche wie bei Audi, wisst Bescheid. System
aber tatsächlich viel besser. Das wurde mir auch erklärt, weil die einfach leistungsfähiger ist. Das hat mir zum Beispiel dem Q8 gefehlt. Was Sitze angeht, haben wir hier eine Mischung von Leder und Alcantara mit gelben Akzenten, was natürlich zu dem ganzen Autodesign passt. Natürlich, die Nähte hier vorne sind auch in Gelb, das könnt ihr alles customizen. Das Glossy Leder könnt ihr hier austauschen, gibt drei Varianten, zum Beispiel auch wie die silberen Akzenten hier. Aber natürlich, was saugeil ist, ist einfach das Lamborghini hier einfach so steht. Also ist wirklich ein sehr geiles Fahrzeug und bald kommen wir gleich zu dem Soundcheck, worauf alle von euch da warten. Freunde, fast habe ich das vergessen euch zu erwähnen. Die gleiche Ladestation für eure Handys, wie zum Beispiel bei dem Q8, finde ich ganz fresh. Dass ihr während ihr fährt einfach euer Handy hier raufpacken könnt. Hier sind die Fahrzeugpapiere, deswegen lasse ich die auch mal hier drin, dass ich keinen Ärger kriege. Und nach diesem ganzen Gerede werden wir mal jetzt zu dem Soundcheck kommen. Der erste Soundcheck, den ihr gehört habt, war in dem Strada-Modus oder besser, wie ich schon mehrmals erwähnt habe, Comfort-Modus. Deswegen würde ich mal sagen, ziehen wir uns jetzt gleich den Sport-Modus auf, wo die Besonderheit ist, dass der die Sportbremsanlage den Klappen öffnet. So, meine lieben Freunde, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wie gesagt, ich bin kein Autoprofi. Falls ich da was falsch gemacht habe, natürlich könnt ihr gerne unten in den Kommentaren mich korrigieren. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. In der nächsten Zeit werden ganz viele Auto-Reviews von mir kommen, weil mein Autogeschmack sich verbessert hat. Mitglieder meiner Familie werden sich jetzt auch ein Upgrade so gesagt holen. Deswegen gibt es da ein oder zwei Sachen zu zeigen. Finde ich sehr krass. Auf jeden Fall Urus 10 von 10. Ist, glaube ich, mein Traum-SUV geworden, deswegen lasst unbedingt auf diesem Video ein Like da. Und die Neider, die sagen, ja, nee, du hast falsche Info gemacht, anstatt ein Dislike da zu lassen, schaut euch einfach das Video nicht mehr an und schaut einfach bei anderen YouTuber vorbei, wo euch das Content besser gefällt. Wie gesagt, adios amigos, wir sehen uns bald.